Oh, Freunde, und somit willkommen zum zweiten Teil. Uiuiui, den ersten haben wir überstanden, jetzt geht's gleich in den zweiten weiter. Mal gucken, was uns da so erwartet. Das ist schon wieder merkwürdig. So, gucken wir mal, wir haben ja, kann schon gar nicht mehr reden. Sicherungskasten, der will aber irgendwie nicht ran. Bei der Tür sagt er. Ja, da ist irgendwas hinter der Tür. Die ist auch. Will auch nicht aufgehen. Die geht auch nicht auf. Okay, vielleicht können wir ja hier irgendwie. Die einrammen oder so? Nee, ne? Warte mal. Er könnte ja versuchen, die Tür einzutreten. Genau. Machen wir das doch mal. Au. Alter. Die Metalltür war fest. Und die war auch zu. Und er ist mächtig abgeprallt. Wenn das nicht auf die Mütze schlägt. Na, ich hab doch gesagt, er hat sich den Kopf ein bisschen eingestoßen, als er die Tür auframmen wollte. Heftig, heftig. Ah, jetzt ist sie ein bisschen schwindelig. Kann ich auch verstehen. Oh, er muss sich sogar setzen. Naja. Die Tür war auch ziemlich massiv, muss ich sagen. Also wenn der da voll gegen rauscht, dann kann hier schon mal hinterher komisch werden. Oh, wer ist das denn? Welche Wissenschaftler? Okay. Heftig, heftig. Der bewegt sich hier nicht, der ist wie ein Stein irgendwie. Ist aber auch nichts weiter. Oh, was ist denn jetzt los? Licht ausgegangen. Na. Ich habe aber auch keine Taschenlampe irgendwie. Und jetzt hier im Dunkeln wieder unterwegs. Oh, wir können Strom wieder einstellen. Jetzt geht's auf einmal. Oh, wer ist das denn? Sehe ich gar nichts mehr. Ja? Sind die Typen wieder da? Jetzt hier nochmal was schalten? Nee, oder? Ja. Hat ihm da einer geflüstert. Oh, jetzt wird ihm wieder schwindelig. Oh, wäre er mal nicht gegen die Tür gerannt. Aber er wollte meinen Kopf durch die Wand, hatte ich das Gefühl. Aber trotzdem bleibt er ziemlich ruhig dafür, dass er ganz schön eine an der Mütze hat. Okay, da ist jetzt ein Zettel entstanden. Wissenschaftler sind auch weg. Turn your back to this wall. Ah, wir sollen quasi mit dem Rücken zur Wand durchgehen. Alles klar. Da muss man erstmal drauf kommen. Oh, was sind da weggeschliffen? Hallo, stehen bleiben. Okay, ich habe ja gesagt, wir gehen immer erst links, bevor wir nach rechts gehen. Ah, er fragt ob Oliver hier war. Notiz eines toten Mannes. Was haben wir da? Ach du Scheiße, ein Schwarm Fledermäuse. Die irgendwie in meine Richtung wollen. Will ich mich hier verkrümeln?
Oh, hier haben wir ein Secret gefunden. Okay, die ziehen nach da ab. Okay, dann können wir hier auch einen Schalter umlegen. Hier einen Schalter umlegen und dann wahrscheinlich schnell raus. Schnell weg von diesen scheiß Fledermäusen, ey. Die knabbern nämlich an einem rum. Hier sind Ratten, okay. Nicht ganz so schlimm. Wenn es eine ist oder zwei, geht das auch noch, aber nicht, wenn das Hunderte sind. Uah, da ist Blut überall. So, Tür auf. Hier gehen wir auch wieder links lang und nicht rechts. Ich hatte das Gefühl, der hat sich eben auf die Klappe gepackt. Also komisch aus. So, hier schnell. Eieiei. Okay. Oh, jetzt sitzt er hier. So, bist du von der zweiten Gruppe? Vertrau nicht morgen. Okay. Ja, ich bin da von der zweiten. Was? Wie bist du hergekommen? Was für ein Mist? Okay. Kill the soldier and take the card. He's seriously injured. I can try to steal a card unnoticed. Ja, genau. Super. Ja, ich wollte den nicht umbringen. Gottes Willen, ey. Das war ja echt übel. Und der hat uns ja nichts getan, oder? Okay, dann müssten wir theoretisch ja zu einer Tür kommen. Eine Karte benötigen, und zwar hier. Zack. So ganz geschlossen hat die sich auch nicht. Oh Gott, ey. Wieder eine Notiz. Und hier geht's wieder rein in irgendein radioaktives Material, oder? Okay, Nachtsicht. Schalten wir doch mal auf Nachtsicht. Wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, der Level-Designer baut lange Tunnel. Dann haben wir längeren Spielspaß. Das wird doch auch hier wieder so eine Endlos-Geschichte. Hier müssen wir mal in die Hocke. Ah, hier können wir bestimmt was ablegen. Oder? Ja. Gucken wir mal, wenn wir hier langlaufen. Wird er irgendwas finden? Ne, hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Oh. Okay, übel, da waren nur die Fliegen dran. Ist im Stehen gestorben. Ich glaube, hier waren wir noch. Ja, hier ist der Ball, den wir brauchen. Sehr gut, den müssen wir bestimmt in die Schale legen. Ansonsten bauen die da keine Schale hin, wenn man schon Ball findet. Und da irgendwie draufpacken kann. Ja, da kam mir eben was entgegengeflitzt, aber das habe ich gar nicht so beachtet. Das letzte Mal im ersten Teil bei dem Telefon, das geklingelt hat, da habe ich mich wirklich erschrocken.
können wir rüberspringen. Ja, alte Methode, wir gehen links lang. Super, hier war eine Brücke. Wieder ein langer Tunnel. Lasst mich nicht hier. Das war sogar eine deutsche Sprachausgabe eben. Gottes Willen, ey. Wer weiß, wer hier eingeschlossen ist. Oh. Shit. You can grab an object while jumping. Jump up and press E. Okay, haben wir das Objekt? Ja. Okay, sehr gut. Dann müssen wir gucken, wo wir das einsetzen können, weil da habe ich keine Schale oder irgendwas gesehen. Jetzt nicht im Vorbeiflitzen. So. Ah, da hinten leuchtet was. Ah, okay. Sehr gut. Oh. Kleiner Zeitsprung. Okay, da würde ich sagen, ducken wir uns mal. Irgendwie an den vorbeikommen. Boah. So, als wenn die stehen geblieben sind, als sie jemanden angebetet haben. Oh, Alter. Huh. Was will er denn? Okay, der hat uns da zu Boden geschmissen. Ah, das geht ja noch. Alter, schnell weg hier, bevor der Nächste uns angreift. Ah, jetzt hängen die ja noch in den Wänden drin. Boah, schnell, bevor die nach mir greifen. Mit allem rechnen hier. Boah. Ich habe so das Gefühl, die laufen alle hinter mir hinterher und ich bin ja irgendwie auf der Flucht. Ah, da steht ja noch einer. Den sind wir auch gut vorbeigekommen. Zombie-Apokalypse. Na, okay, das war eben ein Jumpscare, der war nicht ganz so dramatisch. Boah, ich will ja einfach nur raus, ne? Also ich habe hier gerade richtigen Fluchtreflex entwickelt. Boah. Eieiei. Wer war das denn eben? Da hat er doch mal kurz locker hochgeguckt. Ich glaube, wir sind bis jetzt richtig gelaufen. Die Türen sind zu. Da wird sich nicht viel tun. Okay, da ist Gas. Da kommen wir bestimmt nicht lang. Gehen wir hier lang? Eieiei, das ist ja schon fast ein Speedrun hier. You can move objects, walk up to the box. Das sein, dass wir unsere... Ah, okay. Können wir... Ah, da hinten geht's hoch. Okay. Scheiße, da hinten kommt wer angelaufen. Ich laufe aber auch schnell, wahrscheinlich mit Fledermäusen. Oh, 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 oh. Ich hoffe, wir schaffen das. Dass wir schneller sind. Scheiße, du musst das Tor sogar festhalten hier, dass er dreht. Ich habe nur einmal gedrückt eben. Boah. Jetzt ist es düster. Sollten wir unser Nachtsicht anmachen. Oh, ey, diese Geräuschkulisse und das alles über den Kopfhörer, ey. Boah.
Mann, 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 ey. Ei. Okay, hier ist ein Schloss. Das heißt, wir brauchen wieder irgendwas, um das Schloss zu öffnen. Oh Gott, ey. Warte mal, hier geht's ja auch lang. Oder? Nee. Das heißt, ich bin von hier gekommen, dann muss ich hier auch wieder in die Richtung, ja? Joa, überall Skelette. Okay, wenn ich jetzt gucke, hier ist eine Tonne. Ah, alles klar, wir haben das Brecheisen. Damit werden wir wahrscheinlich das Schloss aufbekommen. Boah. Schiss, dass ich hier irgendwie irgendwo reinfalle oder so. Oder mich irgendwas anfällt. Oh, er haut ja wieder so komisch drauf rum. Das war doch bei dem anderen mit der Axt genauso. Geht das nicht? Sehr merkwürdig. Irgendwas ist da komisch. Okay, vielleicht muss ich mich darstellen, weiter nach unten. Hier vielleicht so. Ah, wir haben es, alles klar. Alles zur Frage der Position. Okay, da ist eine Mauer, da geht es nicht weiter. Oh. Das ist wieder eine Frage des Timings, ne? Ah, shit. Da sind zwei Ströme sozusagen. Zwei Stromfunken. Nee, wie nennt man die nochmal genau? Ach, egal. Wisst schon, was ich meine. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Und jetzt durch. Uiuiui, ui, ui, das war aber eine knappe Sache, ey. So, jetzt geht's hier links lang. Hier sind Kartons. Ist da ein Schloss? Ich mag schon gar nicht mehr links und rechts gucken wollen. Achso, hier geht's lang. Okay, war nicht so gut zu sehen. Ist da auch lang? Wir gehen erstmal hier lang. Gibt's hier irgendwas zum Einsammeln oder so? Okay, gibt's eine Notiz nur? Ne, müssen wir doch rechts lang. War hier lang. Das Fass liegt da aber komisch. Müssen wir uns gleich mal angucken, genauer angucken, weil scheint es auch eine Sackgasse zu geben. Sag mal, vielleicht können wir das ja kaputt machen, dass das Fass dann rollt. Ein bisschen geholpert von der Animation her, aber es war genau richtig, der Zaun liegt. Unangenehm. Ah, Secret wieder. Sehr schön. Okay, Strom. Ich
Irgendwo muss man ja Strom ausstellen können. Hier geht's nicht. Hier vielleicht. Nee, irgendwie auch nicht. Ah, okay. Das war ja mal simpel. Boah, ich hoffe, wir sind hier bald raus. Too slow, hä? Wie kann ich denn too slow sein? Alter, wie schnell musst du da denn sein? Okay. Heftig, heftig. Saftig, knaftig. Okay, das Brett ist wenigstens noch auf. Lauf. Oh, lauf, lauf, lauf. Lauf. Hier lang. Ei, war das auch zu knapp? Oh, ich hoffe aber, dass die Bretter jetzt alle noch weg sind. Ey. Was erwarten die denn jetzt von mir? Mann, 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 ey. Jo, wir sind raus. Das war ja zum Schluss nochmal eine üble Nummer. Oh, krass, 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 krass. Ich vermute mal, das war der Level 2. Mann, 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 ey. Katakomben, ey. Ich war schon in genug Katakomben. Ich will keine Katakomben mehr sehen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss an der Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hat echt Spaß gemacht. Wir sind durchgegangen. Zum Schluss war es nochmal richtig haarig, aber egal. Ich habe auch die Tode drin gelassen. Damit ihr dann auch seht, man kann auch versagen in dem Game hier. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Wir sehen uns dann in eines der nächsten Videos. Bis dahin.